Am nächsten Tag. Ah, ich frage mich, was das Leben für uns in dieser Zeit bereithält. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Gebirges? Mautz. Er lässt sich doch selber rein. Ne, es ist Tali. Gebirges! Yo, Tali, was geht, Junge? Was geht? Wir müssen sofort los, komm schon, worauf wartest du noch? Was denn los, Tali? Was soll die ganze Aufregung? Oh, ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Tag. Für Erklärung ist leider keine Zeit. Ich muss mir mal Gebirges für ein kleines Weilchen ausleihen. Er muss sich beeilen, legt das Schiff ohne uns ab. Aholi City, Hafen. Lee, du weißt ja, bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen. Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte sich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Oha. Oha. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Ich wusste ja gar nicht, dass du uns verlässt. Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst. Alola zu verlassen fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen. Ein bisschen wie ihr bei der Inselwanderschaft. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich schaffe das. Ganz bestimmt. Denn ich werde immer euer Lächeln in meinem Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich nach Alola zurückkehren. So viel hier steht fest. Aber es gibt da noch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe dir einen Brief, okay? Einen ganz, ganz langen. Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. 1, 2, 3 Toppeleber. Und Gebirges? Die hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war einmal mein größter Schatz. Eine Pokepuppe? Oh. Ja, manche Mädchen stehen auf Pokepuppen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Ach, Tali, ich kann verstehen, dass dir nach Wein zumute ist, aber wenn man Abschied nehmen von jemandem nimmt, den man gerne hat, dann heißt es lächeln, auch wenn es schwerfällt. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt meinen Opi einen Besuch abstatten. Ja, gehen wir alle nach Hause. Sicher warten schon alle. Hey Leute, ich bin's, euer Gebirges. Willkommen zurück
zurück, würde ich gerne sagen, aber das stimmt ja nicht wirklich. Ich nehme den Teil hier am Ende einzeln auf. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht wusste, wie lang die Credits werden sein würden. Und die sind eine ziemlich lange Zeit lang, also ich glaube 13 Minuten oder so. Ergo habe ich mir gedacht, okay, nehmen Sie es so auf. Um ein bisschen über das Spiel generell zu reden und das Let's Play, was wir hatten, was ich geführt habe. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich bin echt froh, dass das durch ist, weil meine Güte, das Ding ist lang. Für ein Pokémon-Spiel ist es lang. Richtig lang. Und muss sagen, Kudos und Respekt an die, an Game Freak, an die Macher von Pokémon. Weil das war eine Story. Meine Güte, ey. Ich hatte meine Zweifel an dem Spiel. Ich hatte meine Zweifel. Wo wir gerade das Paket sehen, was von Tali geschickt worden ist an Lilly. Erkennbar an dem Rucksack. Da Lillys Rucksack nebenbei liegt. Mit Bildern aus unserer Reise, aus Bildern bestehend, die wir nicht gesehen haben. Zum Beispiel, wie Tali Tauros reitet. Haben wir nicht gesehen. Schade eigentlich. So ein Tauros-Rennen wäre schön gewesen. Hm? So was werden sie noch irgendwann mal einbauen. So ein schönes Tauros-Rennen. Oh, das wäre so geil. Oder so ein Miltank-Walzer-Spiel. Oder Rehorn reiten. Mann, ich wollte Rehorn reiten damals in der 6. Generation. Worauf ich hinaus will. Das Spiel hat mich positiv überrascht. Sehr, sehr positiv. Ich habe, als es damals angekündigt worden ist, habe ich gedacht, okay, das ist komisch, die Musik ist auch irgendwie so, ja, nicht so mein Stil. Aber die Story hat's rausgerissen, aber mal übelst rausgerissen. Also, ich sag nur allein Lilly. Lilly als Charakter. Lilly als Charakter hat das Spiel für mich sowas von gedreht. Und ich war fucking traurig. Ich war fucking traurig, als sie sich verabschiedet hat. Weil, boah, ist das gemein. Ich hatte dieses typische Mystery Dungeon Feeling drin. Und dieses Mystery Dungeon Feeling ist quasi, hey, Ende des Spiels, ich muss gehen. Oder im Fall von Super Mystery Dungeon, du musst gehen, was auch richtig böse war. Aber meine Güte war das Spiel auch schwer. Also ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel, als ich bekommen habe, so gespielt. Was hat mir, das Spiel ist schwer. Alleine Mylas Wolverock, wo ich es gerade sehe, das Ding hat eine Base-Init von 30 weniger als das Sonne-Wolverock. Sie hat mich dennoch outspeedet auf demselben Level. Und mir dachte, was? Da kann was nicht stimmen. Oder die haben die Trainer versehen mit übelst guten DV und EV plus Wesen. Was ich dem wirklich zutrauen würde, Game Freak, weil das ist echt, boah, das ist brutal. Wobei man auch gesehen in der Pokémon-Liga, die Trainer haben, man weiß ja, welche Typen sie verwenden. In dem Moment, wo man in die Liga-Räume reinkommt. Und dennoch haben die Trainer mit ihren Pokémon Attacken drauf, die Pokémon gegen diese Schwachsinn einfach komplett wegkontern können. Geist hatten zu Beerus mit Unlicht gegen Geist und Psycho. Eigentlich für alle Giftgeistertypen, die es so gibt. Kampf hat ganz viele Unlichtattacken drauf gegen Psycho. Und ich glaube auch Gesteinsattacken gegen Flug. Elektroschläge, Eishiebe und sonstigen Scheiß haben sie noch drauf. Richtig übel. Über Gestein brauche ich gar nicht reden. Gestein ist sowieso. Ich kenne den Typen zu Genüge und Gestein. Das ist unangenehm zu bekämpfen. Und selbst wenn man mit Elektrotypen ankommt. Selbst wenn man mit Elektrotypen ankommt. Oder ich meine mit Pflanzentypen oder Wassertypen. Das erste Pokémon rennt die Relikant. Das hat eine Pflanzenattacke gefressen. Ein Volltreffer Pflanzenattacke kann das wissen. Das ist Bullshit hart. Aber ich bin echt
bin echt interessiert, was sie nach diesem Spiel raushauen werden. Oder generell, was sie noch mit Content-Patches raushauen werden. Denn es werden Content-Patches kommen. Es werden Content-Patches kommen müssen. Alleine schon mit der Pokémon-Bank müssen sie eigentlich den nationalen Pokédex wieder einführen. Weil der ist momentan nicht im Spiel drin irgendwie. Ergo keine neuen Pokédex-Einträge. Zumindest glaube ich, dass es keine neuen gibt. Denn ich habe, glaube ich, einen Feurige getauscht bekommen. Das gibt es nicht im Alola-Dex. Und ich habe keinen Eintrag bekommen. Ist die Frage. Nationaler Pokédex? Ja, nein. Werden sie reinbringen? Eventuell. Was machen sie mit den freien Flächen? Mit den freien Flächen in jeder Stadt? Das sind ja immer diese Gebäudeflächen, die da frei stehen. Werden sie sowas wie eine Kampfzone noch reinbringen? Wo wirklich auf diesen Plätzen da Zonengebäude errichtet werden? Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Und unerwartet. Aber bei mir hört das zuerst. Bei mir hört das zuerst. Und ich bin gespannt, wie die Zukunft von Pokémon wirklich aussieht. Nach diesem Spiel. Ob sie dann ein Remake werden sie wahrscheinlich nicht von Kanto machen. Denn wenn wir Lily folgen sollten, dann wird es ein Sequel sein. Ein Spiel. Verdammter Husten und Scheiß, Mann. Ein Spiel im Sinne von Schwarz-Weiß 2. Aber doch nicht Schwarz-Weiß 2. Und auch nicht Rot, Blau, Gelb, Feuerrot, Blatt, Grün 2. Weil das irgendwie zu weit hin ist von der Story her. Von der Zeit her. Ich meine, Rot und Blau hat man im Trailer gesehen gehabt. Sie haben die angeteasert gehabt. Von wegen, sie werden mal auftauchen. Wir werden sie auch noch zu Gesicht bekommen. Ich werde das Spiel auch noch durchspielen komplett. Also mit After-Story und Post-Game, bla bla. Vielleicht mal einen Kampfbaum mal kurz reingehen. Ich weiß, es gibt einen Kampfbaum, der ist brutal. Alle Leute meckern darüber, dass er zu schwer ist. Finde ich lustig. Ja, sondern eher sowas von wegen, dass halt ein Spiel rauskommt wie, keine Ahnung, ein umgekehrtes Hardgold, Soul Silver, Gold, Silber, Kristall, wo man mit Kanto anfängt und dann eventuell mit Lily durch die Gegend zieht. Oder sie sogar der Rivale wäre. Was ich persönlich ultimativ geil fände, wenn sie der Rivale wäre. Weil sie wollte Pokémon-Trainerin werden und ein Trainer muss halt, naja, einen Rivalen haben irgendwie. Auf jeden Fall ist dann die Frage, wer ist das böse Team? Wahrscheinlich Team Rocket, werden alle meckern, bla bla, wir wollen Team Rocket. Was wollen sie mitnehmen aus Sonne und Mond generell? Weil die Herrscher-Pokémon gibt es ja in dem Sinne eigentlich nur in Alola. Also mit den ganzen Prüfungen und so weiter. Aber wäre es möglich, die auch in anderen Regionen zu finden? Wahrscheinlich ja, kann man sich gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt, was sie für neue Charaktere reinbringen wollen. Oder ob sie die alten Charaktere einfach nehmen und ein bisschen aufpäppeln. Was ich wiederum ein bisschen langweilig fände. Ob sie wieder so extreme Plot-Twists reinbringen werden wie in Sonne und Mond? Wahrscheinlich ja. Ist das irgendwie zu erwarten großartig? Ja. Und sag mal so, das mit der Eva Foundation, dass sie auf einmal uns alle angegriffen haben und übelst krasse Pokémon dabei haben, auf einem hohen Level. Heilige Scheiße, war das schwer, ja? Nicht angenehm zu bekämpfen. Und auch, dass sie so halt ein bisschen eine düstere Seite haben, ne? Eine düstere Seite mit Versuchen, Klonen und von Menschenhand erzeugten Pokémon. Ist ein bisschen komisch. Und vor allem die Sache, dass die irgendwie mit Team Skull zusammengearbeitet haben, so inoffiziell und keiner wusste irgendwas davon, war auch sehr, sehr komisch. Also ich bin irgendwie mal gespannt. Ey, da ist ein Mathieu Springinsfeld. Cooler Name, Mann, cooler Name. Kirschenmann ist auch ein cooler Name, lustig. Aber wir sind gleich durch mit den Credits. Dauert nur noch 2 Minuten. 2 Minuten? Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was in dem nächsten Spiel oder den nächsten Spielen reinkommt von der Story her, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es wahrscheinlich auch als Frage der Folge reinbringen. Nur ich war scheiße traurig nach dem Abschied von Lily. Und mir tut Gladio ein bisschen leid, weil der
Keine Ahnung. Der ist immer noch irgendwo in Alola unterwegs und hat so seinen Amigento, ne? Muss aber sagen, Amigento schlägt ihn gerade auf dem Bild ab. Das ist super lustig. Oder irgendwie knuffig. Bin mal gespannt, was aus Amigento wird, ey. Ich weiß nichts von dem Vieh. Ich weiß nur, dass es ein Normaltyp ist von vornherein. Wie Arceus sich verhält, im Sinne von, gibt's eine Tafel und das ändert einen Typen. Und mit einer Spezialattacke einfach stärker wird. Und wo ich Kukui gerade sehe und Bonnet, oder Bonnet, ich bin gespannt, wie die Story so wird im Anime auch. Wir sind gerade bei Folge 7. Und es hat sich bisher noch nichts großartig abgezeichnet von der Story. Wir wissen gar nichts. Und es ist ein bisschen traurig. Ein wenig traurig, aber naja. Was wir mal großartig machen, wir müssen halt warten. Vielleicht ist die Story gar nicht so lang. Wer weiß, vielleicht werden sie bald schon wieder zurückkehren nach Kanto. Oder auch nicht. Oh, dieses Bild, Wölkchen. Danke für euer strahlendes Lächeln. Es hat die Tür zu vielen Freundschaften geöffnet. Das Fundament für eine strahlende Zukunft. Ich bin froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Pokémon Sonne. Aber gut, nach diesem Part werde ich noch was aufnehmen müssen, weil ich habe keine Parts mehr. Ergo, wir haben noch was mit der Afterstory zu tun und da werde ich eventuell noch ein bisschen mehr erzählen. Aber für den Moment sage ich... Haben wir noch einen kleinen Moment? Ich sage danke fürs Zuschauen und generell vielen Dank an euch alle. Es war eine lustige Zeit mit sehr vielen Parts. Hat auch wirklich jede Menge Spaß gemacht anzuschauen und zu spielen. Und mich selber beim Failen zuzuschauen, beim Editieren nachher. Oh Mann, diese Pflanzenprüfung. Aber ich bedanke mich auch bei den Leuten, die na, so nett waren und nichts gespoilert haben. Weil gerade als Let's Player, wenn man so ein bisschen über die Zeit hinweg halt Parts aufnimmt, dann ist man halt ein bisschen langsamer beim Spielen. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Und es kommen wahrscheinlich Viewer Battle, also Kämpfe gegen euch Zuschauer, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht eher auf dem Livestream, aber nicht auf dem Kanal. Dementsprechend, ich bin raus. Danke, Rotom. Und gespeichert haben wir auch. Bis dahin. Ciao, ciao.